Guten Abend zu unserer Wahlsendung. Am 25. September sind Parlamentswahlen, da können Sie Ihre Stimme abgeben. Wie es immer so ist vor den Wahlen, gibt es wahnsinnig viel darüber zu lesen und zu hören. Die Medien sind voll und manchmal verliert man darüber die Orientierung. Wir wollen Ihnen helfen, die Orientierung zu finden und stellen Ihnen jetzt in verschiedenen Wahlsendungen die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten vor. Wir beginnen heute mit dem Wahlkreis, Senatswahlkreis Brixen, machen dann weiter mit dem Senatswahlkreis Meran und letztlich dann mit dem Senatswahlkreis Bozen. Ja, der Senatswahlkreis Brixen, das ist das Eisacktal und das Bustertal. Und wer dort von den Kandidatinnen und Kandidaten, die wir Ihnen jetzt vorstellen, am meisten Stimmen erhalten wird, der erhält dann auch den Sitz. Wahltermin ist ja der 25. September, da sind Sie dann aufgerufen, hinzugehen und zu wählen. Jetzt also zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die hier bei uns sitzen und sich der Diskussion stellen werden. Das ist einmal Renate Prader für die Demokratische Partei. Dann ist das Hans Heiß, der für die Grünen und Linken antritt. Markus Falk für die Fünf-Sterne-Bewegung. Rudolf Schöpf für Vita. Meinhard Durnwalder für die SVP. Monika Senfter für das Team K. Und für die Freiheitlichen kandidiert Uli Mayer. In einer ersten Runde werden wir jetzt den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich ein bisschen vorzustellen, zu sagen, was die Gründe sind, wieso sie hier sind, wieso sie antreten, wieso sie nach Rom gewählt werden und vor allem, warum sie die Parteien gewählt haben, für die sie kandidieren. Frau Prader, Sie kandidieren für die Demokratische Partei. Sie haben schon kandidiert. Sie sitzen im Gemeinderat von Brixen für den PD. Warum wollen Sie denn nach Rom gewählt werden? Also mein Name ist Renate Prader. Ich komme aus Brixen, bin in Brixen geboren, aufgewachsen und lebe dort. Seit 12 Jahren bin ich in der Politik tätig, zuerst als Gemeinderätin in der Gemeinde Brixen und seit 7 Jahren bin ich die Präsidentin des Gemeinderates in Brixen. Ich, außer meiner politischen Karriere, bin ich auch noch Berufsschullehrerin an der Deutschen Berufsschule und unterrichte Wirtschaftsfächer. Ich habe nämlich Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich bin auch im Freiwilligenamt tätig und bin verheiratet und habe einen Sohn, der ist 13 Jahre alt. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Partei, wie man ja schon weiß, wir sind die zweitstärkste Partei Italiens, dass wir es vielleicht wahrscheinlich auch noch schaffen könnten, die stärkste Partei in Italien zu werden. Unsere Themen, unsere wichtigsten Themen sind natürlich die, das Umweltthema, dann natürlich die ganzen Rechte für Jugendliche, Frauen, und natürlich auch das ganze Thema der Inflation und der Problematik, dass man am Monatsende nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung hat, um über die Runden zu kommen. Herr Heiß, Sie hatten ja eigentlich schon der Politik aktiv jedenfalls den Rücken gekehrt. Warum wollen Sie jetzt zurück? Ja, danke für die Frage, Hans Heiß. Ich war 15 Jahre im Südtiroler Landtag und habe mich bereits aufs Altental begeben, aber diese Herausforderung bei dieser Wahl lohnt jeden Einsatz, wie ich finde. Zum einen steht Italiens Zukunft auf dem Spiel. Das ist die wichtigste Wahl seit 30 Jahren, seit 1994. Es geht um eine Richtungswahl über die Zukunft Italiens und zugleich geht es auch um größere Themen. Es geht um die Klimagerechtigkeit über Italien hinaus und es geht um Südtirol. Es geht darum, die Autonomie Südtirols weiterzuentwickeln und hier eine neue Position aufzubauen. Wir glauben eben, es ist notwendig und deswegen werfe ich mich nochmal in die Schlacht und bin guten Mutes. Herr Falk, Sie kandidieren für die Fünf-Sterne-Bewegung. Man kennt Sie oder man hat Sie in den vergangenen 2 Jahren immer wieder in den Medien gehört und gesehen als Biostatistiker. Sie haben auch bei den Gemeinderatswahlen 2020 in Bruneck für die Fünf-Sterne-Bewegung kandidiert. Warum jetzt diese Kandidatur für das römische Parlament? Also ich möchte als Nicht-Politiker ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass man auch als jemand, der aus der Wissenschaft kommt, sehr wohl auch politisch sein darf. Wir stehen vor schwierigen Aufgaben, die nicht nur jetzt den Klimawandel anbelangen, sondern auch den demografischen Wandel, wie aber auch teilweise die soziale Zerrüttung, die wir erleben durch das Ungleichgewicht der Einkommen. Und
dass man jetzt hergeht und sagt, ich bin Politiker, ich habe das beste Rezept, wählt mich, das wäre gelogen, denn diesen Politiker gibt es nicht. Sondern was es gibt, ist Lösungsansätze, die man ausdiskutieren muss. Und deswegen suche ich nach einer Politik, die eint und nicht eine Politik, die trennt. Und das gelingt am besten über die Fünf-Sterne-Bewegung, die sich selber ja nicht Partei nennt. Zudem kommt dazu, dass es eine Minderheitenpartei in der Minderheit Südtirol dann ist. Und dieses Spiel, das hat seinen Reiz und deswegen habe ich die Kandidatur angenommen. Herr Schöpf, Sie kandidieren für Vita. Sie sind Psychiater, Psychologe. Warum reizt Sie jetzt so sehr die Politik? Ja, ich kandidiere vor allem, um all jenen Menschen eine Wahlmöglichkeit zu bieten, sich gegen diese Impfpflicht, gegen diese unwissenschaftliche Impfpflicht und die überzogenen Covid-Maßnahmen zu äußern. Ich bin als Psychiater jetzt 37 Jahre in diesem Geschäft und bin durch die Impfpflicht direkt betroffen. Ich war bereits 6 Monate suspendiert, bin jetzt als Genesener wieder 6 Monate bei der Arbeit und werde ab Mitte Oktober erneut suspendiert bis zum Ende des Jahres. Vor allem die Schulschließungen und die Maskenpflicht für die Kinder sind überzogene Maßnahmen, die ein unüberschaubares Leid über unsere junge Generation gebracht haben. In der ganzen Pandemie haben Politiker und Medien nur Angst und Panik verbreitet. Positive Stimulationen, positive Aktionen, wie zum Beispiel kostenlose Verteilung von Präparaten, die für die Immunabwehr wichtig sind, Vitamin D, Zink und Ähnliches, oder die Aufforderung für Bewegung, Sport im Freien wurden gänzlich vernachlässigt. Anstelle dessen wurden soziale Isolierung, Distanzierung und Denunziation vor allem gesetzt. Die römische Regierung hat frühzeitige Behandlungen untersagt. Mit Dachipirina und sogenannte Vigile Atesa wurden sehr viele Menschen viel zu spät behandelt und kamen erst viel zu spät ins Krankenhaus. Gegen diese Maßnahmen setzt sich die Liste Vita und dafür möchte ich mich im Senat einsetzen. Meinhard Thurnwalder, Sie sind noch Senator, Sie haben 2018 das erste Mal kandidiert, Sie sind auch SVP-Funktionär auf mehreren Ebenen. Was veranlasst denn Sie, jetzt erneut für das Parlament, für den Senat zu kandidieren? Ja, mein Name ist Meinhard Thurnwalder, 45 Jahre alt. Ich durfte Südtirol in den letzten 4,5 Jahren im römischen Senat vertreten. Die abgelaufene Legislaturperiode war eine sehr komplizierte Legislaturperiode. 3 verschiedene Regierungen, 3 sehr unterschiedliche Regierungskoalitionen. Auch der Ausblick auf die nächste Regierungsperiode ist nicht sehr einfach, insbesondere wenn ich mir die Umfragen anschaue. Und ich denke schon, dass ich hier mit meiner Erfahrung, die ich aufbauen durfte in den letzten Jahren, auch mit der Kenntnis jetzt dieser parlamentarischen Abläufe und Vorgänge, aber auch mit meinen juridischen Fachkenntnissen, gerade im Bereich der Autonomie, meinen Beitrag leisten kann, um diese Autonomie zu verteidigen, um diese Autonomie weiter auszubauen, nach Möglichkeit. Und ja, dafür hoffe ich, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu erhalten. Frau Senfter, wenn man Ihren Lebenslauf liest, Sie sind schon sehr lange selbstständig. Mhm. Sie sind in der Wirtschaft tätig als Immobilienberaterin. Warum muss es jetzt die Politik sein? Also wie gesagt, ich war 25 Jahre in der Gastronomie und in der Hotellerie tätig. Ich komme aus Innichen, bin gleich alt wie das 2. Autonomiestatut und bin aktuell Immobilienmaklerin, habe von dem Hotelsektor in das Immobiliengewerbe gewechselt, weil mein Mann Freiberufler und Bauingenieur ist und das hat sich einfach angeboten, um auch eine Familie zu gründen. Warum jetzt die Politik? Weil ich mich ständig geäußert habe in offenen Leserbriefen zu verschiedenen Themen. Ich habe mit der Frau Dr. Brucker im Bruneck, im Schulsprengel Bruneck, mit der Reischacher Schule das Pilotprojekt Nasenflügeltest gestartet, damit die Schule wieder aufgeht und wir wieder raus können und die Wirtschaft nicht blockiert ist. Das hat dann auch funktioniert und wir konnten wieder arbeiten gehen, weil als Selbstständige waren wir natürlich schon mit Homeschooling und der Arbeit zu Hause in Homeoffice auch nicht ganz glücklich und auch viele andere Eltern nicht. Ich kenne dann auch aus der familiären Situation die Probleme von Rentnern, von Kindern. Ich habe einen 12-jährigen Sohn
und auch von Invaliden. Und ich möchte auch diesen ein Sprachrohr geben. Und es braucht in Südtirol unbedingt mehr Kompetenzen, auch in Bezug Autonomie. Weil es kann nicht sein, dass man gerade in Innichen diesen Bahnhofseinstieg nicht ermöglichen kann, wo der Bürgermeister schon seit 10 Jahren drängt, nur weil es Kompetenz von Rom ist und der RFI. Und ganz ähnlich möchte einen behindertengerechten Einstieg auch für Pensionisten und auch für Frauen mit Kinderwagen. Uli Meier, man kennt Sie, Sie sind Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen. Sie waren auch Parteiobfrau. Jetzt kandidieren Sie für den Senat, für das Parlament in Rom. Warum? Zunächst einmal, weil ich überzeugt bin, dass Südtirol im Jahr 2022 ein vielfältiges Südtirol ist, auch was die politische Ebene anbelangt. Und diese Vielfalt fehlt aber in der Vertretung, wenn es um die Südtiroler Politik in Rom geht. Wir haben ein Wahlgesetz, das nach wie vor es hauptsächlich einer Partei so quasi ermöglicht, den Alleinvertretungsanspruch für Südtirol für sich zu beanspruchen. Das sehen wir anders. Ich glaube, dass durch unsere Kandidatur wesentlich auch ein Beitrag für die Demokratie insgesamt gegeben wird, dass wir den Wählerinnen und Wählern eine Alternative anbieten, dass wir es ermöglichen, eine echte Auswahl zwischen verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten wie auch Programmen zu ermöglichen. Und uns geht es wirklich primär darum, dass wir nicht nur die autonomen Befugnisse, die wir haben, verteidigen, sondern explizit erweitern, ausbauen, schrittweise hin bis zu einer Eigenständigkeit. Denn all die Jahre, die ich jetzt Erfahrung in der Politik machen durfte und mit vielen Problemen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert worden bin, muss ich leider Gottes sagen, dass wir die Probleme zwar hören, aber leider Gottes oft die Antwort geben müssen, dass uns die Zuständigkeiten fehlen. Und das sind manchmal ganz kleine, banale Dinge und das kann es nicht sein. Wenn wir auch unser Land, unser Südtirol in Rom voranbringen möchten für die Menschen in diesem Lande, dann bin ich überzeugt, dass es eben auch einen Wechsel, einen Wandel bei den Vertreterinnen und Vertretern in Rom braucht. Und deswegen habe ich mich gerne bereit erklärt, mich für diese Wahl zur Verfügung zu stellen. Danke. Frau Prader, es gibt große Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Viele sind sehr jung, die sich aber anscheinend zu einem großen Berg auftürmen. Das Leben wird immer teurer, die Energiekosten, die Lebensmittelkosten und so weiter. Wie glauben Sie, mit welchen Mitteln Ihre Partei und Sie persönlich Mechanismen finden können, um sowas einzubremsen oder wenigstens den Menschen zu helfen? Uns ist es bewusst, dass eben durch die Inflation es vielen Familien leider nicht mehr möglich ist, bis ans Monatsende zu kommen mit ihrem Monatsgehalt und sich wirklich jedes Monat fragen müssen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen. Und es ist auch so, dass es schon eine unterschiedlich gefühlte Inflation gibt. Nicht jeder spürt die Inflation gleich. Und dieses Fakt, dass Inflation unterschiedlich gespürt wird, das muss auch in Rom irgendwie mit beachtet werden. Und es müssen Unterschiede gemacht werden. Und deshalb sagen wir, dass eben auch unterschiedliche Besteuerung notwendig ist. In unserem Programm steht als einer der ersten Punkte, dass eben auch ein Monatsgehalt mehr für die Menschen in ganz Italien herausschauen müsste, wenn man eben die Steuern senkt. Was in unserem Programm aber zusätzlich noch einmal wichtig ist und eben auch diese Kaufkraft der Bevölkerung noch einmal steigern soll, ist, dass wir sagen, dass in einer Familie die zweite Person, die arbeiten geht, und das wäre dann eben die Frau, eben auch noch einmal weniger besteuert wird. Und da würden wir eben auch dazu beitragen, dass die Frau eben ihre Eigenständigkeit hat, dadurch, dass sie einen Beruf ausüben kann, aber eben auch das Geld zur Verfügung hat, um dann eben auch ihre Kinder in den Kinderhort zu schicken, in die Volksschule zu schicken und eben auch alles zu bezahlen, was man halt im täglichen Leben zu bezahlen hat. Weil heute ist es ja nicht immer möglich, dass eine Familie es sich leisten kann, Kinder in den Kinderhort zu schicken, weil es ja schon zu teuer wird. Also Ihre Patentantwort ist Steuererleichterung. Steuererleichterung, so dass eben jede Familie mindestens ein Monatsgehalt im Jahr mehr hat. Herr Heiß, die Armut ist spürbar. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr ans Monatsende kommen. Welche Ideen oder welche Vorschläge hat denn da, oder wie schaut denn die grüne Politik aus, die diese Armut bekämpfen will? Wir müssen die Armut jetzt bekämpfen.
Jetzt in den kommenden Monaten geht es darum, sofort zu helfen. Es gibt viele Gruppen, die aktuell betroffen sind, in einem unübersehbaren Ausmaß. Zum einen Rentner, Rentnerinnen, Familien, es gibt Ärmere und zugleich auf zur selben Zeit wie noch nie zuvor auch Unternehmen, Betriebe, denen die Kosten in der Hand explodieren. Wir sind der Überzeugung, dass Hilfe möglich ist, zum einen auf staatlicher Ebene. Es muss einerseits möglich sein, hier sofort Hilfen zu ermöglichen, zum einen eben aufgrund der Besteuerung der Extraprofite der Energieunternehmen, zum anderen über eine direkte Umsteuerung des Haushalts, wie bereits jetzt versucht wird, und eventuell auch durch eine leichte Schuldenerhöhung. Und wir haben im Rahmen der Autonomie die Möglichkeit, hier noch nachzukarten. Das ist der Vorteil der Autonomie, dass es möglich sein wird, im heurigen Haushalt 2023, aber bereits vorher noch größere Beträge zielgerecht für betroffene Gruppen einzustellen. Damit können wir in der aktuellen akuten Situation helfen. Und ich bin zuversichtlich, dass im kommenden Jahr auch die Energiepreise deutlich sinken werden. Ich denke schon, dass die Höhe der Gaspreise nicht in dem Maße fortgesetzt wird. Und deswegen auch einen Sprung Hoffnung für das nächste Jahr möchte ich mitgeben. Herr Heiß, also ich habe Sie da richtig verstanden. Ihre Partei ist auch bereit, die Schulden zu erhöhen, um Abfederungen und Maßnahmen hier zu ergreifen, um den Menschen entgegenzukommen. Eine leichte Schuldenerhöhung wäre durchaus sinnvoll in der aktuellen Situation, die für viele unfassbare Herausforderungen mit sich bringt. Herr Falk, die Fünf-Sterne-Bewegung hat dieses Thema Lebenskosten und steigende Lebenskosten schon seit längerem auf der Agenda. Wie wollen Sie unmittelbar der Repräsentant sein, mit welchen Maßnahmen, um hier die richtigen Hebel zu drücken? Bei der Teuerung muss man ganz klar unterscheiden, was wir jetzt als Kriegsfolge zu bezahlen haben, weil einfach die Energiepreise verrückt spielen. Das sind momentane Erscheinungen, da muss der Staat intervenieren, wie es auch jetzt schon in Europa der Fall ist. Ich mache ein Beispiel, in Wien kriegt jeder Erwachsene 500 Euro bar auf die Hand, damit er über den Winter kommt. Es gibt jetzt noch dazu ein Energiegeld, sodass mit Sicherheit in Wien niemand sagen kann, dass er jetzt frieren müsste. Diese Ansätze vermisse ich derzeit noch in Italien. Die Fünf Sterne hat aber schon gesagt, dass man in die Richtung aktiv werden möchte. Der Fünf Sterne geht es aber insgesamt darum, dass wir den Geldkreislauf vernünftig gestalten. Die Pandemie hat gezeigt, wenn dort irgendwo das Korn reinkommt in das Getriebe, dann steht alles. Südtirol ist ein Land mit hohen Lebenshaltungskosten. Solange man das bezahlen kann, leben sie hier wunderbar. Aber bei hohen Lebenshaltungskosten ist die Gefahr der Verarmung umso höher. Wenn hier ein Gehalt ausfällt, dann ist relativ schnell auch klar, in welche Richtung das führt. Was wäre dann vernünftig? Wir heißen das Bürgergeld. In Deutschland soll das ja auch Hartz IV ablösen. In Österreich heißt es Mindestsicherung. Und wir sagen ganz, ganz unten, für diejenigen, die das nicht mehr schaffen, da muss es ein Bürgergeld geben. Das hält auch den Wirtschaftskreislauf im Gange. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch innovativer werden, was Steuern anbelangt. Man muss zum Beispiel Kinder absetzen können. Wie eine Firma Kosten absetzen kann, muss man Kinder absetzen können. Jeder, der einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, muss das auch irgendwie vergütet kriegen. Und das heißt, wir müssen durchaus jetzt auch innovativ oder uns Ideen öffnen, die vielleicht noch nicht so diskutiert wurden. Denn es geht einfach darum, dass wir das Problem lösen. Okay. Herr Schöpf, Ihre Liste, also Liste Vita, hat vor allem Maßnahmen erklärt, was die Gesundheitspolitik betreffen. Sprechen wir aber trotzdem von Dingen, die auch jeden in seiner Brieftasche betreffen. Wenn Sie nach Rom gewählt werden, was ist denn zu tun, um diesen steigenden Preisen entgegenzuwirken? Ja, die Liste Vita hat da auch ganz konkrete Maßnahmen in Bezug auf die Steuerpolitik, eine Absenkung der Steuer auf 20%, Unterstützung von der armen Bevölkerung, zum Beispiel eine Invalidenrente ist heute bei 450 Euro, mit dem kann kein Invalide, der halbwegs
autonom lebt, also eigene Wohnung hat, könnte er damit auskommen. Diese Beiträge müssen unmittelbar erhöht werden und nicht immer die Diäten erhöhen von den Politikern. Die verdienen leicht schon genug. Die Anerkennung von Erziehungszeiten, die Pflege von Angehörigen, die müssen entlohnt werden. Bei uns gibt es zwar das Pflegegeld, das ist einzig in Südtirol so großzügig, allerdings mit sehr langen Wartezeiten. Ich bin zugleich auch Vorsitzender der Rekurskommission in der Pflegesicherung und kann ein Lied davon singen, wie viele Angehörige die Rekurse einreichen, weil das Pflegegeld einfach nicht ausreicht. Auch hier muss wesentlich schneller und unbürokratischer eingesetzt werden. Also der Staat muss seine sozialen Maßnahmen erhöhen, muss den Menschen stärker finanziell unter die Arme greifen, vor allem die es notwendig haben. Genau, ja. Vor allem die Invaliden, Altersrenten sind viel zu niedrig, die müssen deutlich erhöht werden. Herr Senator Dornwalder, Sie haben die Krisen bedingt durch die Pandemie und auch jene infolge des Ukraine-Krieges direkt im Senat miterlebt. Was vor allem muss jetzt kommen, denn viele Menschen befürchten, wenn die Preise mal oben sind, dass sie so schnell nicht wieder sinken. Was kann man da tun, auch rein von der Volkspartei aus? Mit wem? Ja, in Bezug auf die Preissteigerung, vor allem im Energiebereich, wird sicher eine Mischung von Maßnahmen notwendig sein, auch auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einerseits die europäische Ebene. Man diskutiert ja hier über eine Preisdeckelung auf den Märkten, um eben die Spekulation einzuschränken. Es wird dringende Maßnahmen auf nationaler Ebene bedürfen. Auch hier sind ja bereits sehr wichtige Initiativen im Laufen, also die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf das Gas, die Unterstützung 200-Euro-Bonus für Familien, Reduzierung der Akzise auf Benzin, die Abschreibemöglichkeiten für Betriebe, was die Energiekosten betrifft. Man schaut jetzt auch eine Reduzierung der Heizperiode. Wenn ein mangelndes Angebot oder ein reduziertes Angebot ist, muss auch die Nachfrage entsprechend irgendwo ausgleichend gestaltet werden. Das sind kurzfristige Maßnahmen und wie gesagt, hier steht ein Haushaltsgesetz an, das sicher hier weichenstellend ist. Braucht es nicht auch langfristigere Maßnahmen, genau, entsprechend zu stellen? Genau, zu denen wollte ich jetzt kommen. Also Italien hat seine Hausaufgaben in Bezug auf die erneuerbaren Energien nicht gemacht. Klimaziele 2030 hinkt Italien hinterher. Es wird sehr viel mehr Investitionen in erneuerbare Energien brauchen unter zwei Gesichtspunkten. Einerseits die Förderung der alternativen Energiequellen unter einem ökonomischen Aspekt, damit investiert wird. Andererseits auch ein Abbau der bürokratischen Hindernisse, auch die ganzen Streitverfahren, die hier anhängig sind, teilweise wegen Kleinigkeiten, müssen bereinigt werden. Hier muss dem GSE die Möglichkeit gegeben werden, mit kleinen Reduzierungen diese Produktion wieder aufzunehmen. Ich denke, auch in Südtirol müssen wir hier unsere Hausaufgaben machen. Insbesondere interessant Photovoltaik, die Energiegemeinschaften, aber auch die großen mittleren, kleinen Wasserableitungen, Effizienzsteigerungen. Also ein sehr großes, ein sehr komplexes Thema mit kurzfristigen Maßnahmen auf der einen Seite, aber mit auch sehr großen und wichtigen mittelfristigen Aufgaben auf der anderen Seite. Frau Senfter, Sie sind Immobilienmaklerin, Sie waren lange Zeit auch im Gastgewerbe tätig. Nun sind ja die steigenden Preise eine Sache, die vor allem auch die Wirtschaft belasten. Welche Maßnahmen sollten Sie nach Rom gewählt werden? Werden Sie denn fordern, die zu ergreifen sind, entgegenzuwirken? Also auf jeden Fall eine Steuerreduzierung, gerade für kleine, mittelständische Betriebe und Freiberufler. Das sind da eigentlich die Leute, die am meisten Steuern zahlen. Viele große Firmen können ihre Gewinne von einem Jahr auf das andere schieben. Diese sind direkt betroffen und ein sehr großes Problem sind auch die Lohnnebenkosten. Die betreffen Arbeitgeber wie Arbeitnehmerseite. Natürlich fragt man sich dann in Rom, wo kommt das Geld her, das bei den Lohnnebenkosten jetzt fehlt. Und da muss ich meine zweite Branche ansehen und das ist die Immobilienbranche. Und wenn ich sage, wenn man im Süden oder auch generell in Italien mal die ganzen Häuser erfassen würde, die im Kataster nicht aufscheinen und mit Immobiliensteuern belegen würde, dann glaube ich, würde sich der Haushaltstopf sehr schön füllen, um auch die Lohnnebenkosten zu reduzieren. Was muss denn aber der Staat tun, um eben hier besser aufgestellt zu sein oder um die Unternehmen besser vor solchen
vor solchen Krisen irgendwie zu wappnen? Auf jeden Fall schneller handeln, weil ich sehe es nur jetzt bei diesem Paket von den 17 Milliarden, wenn wir jetzt einen Monat herumdiskutieren, ob es jetzt für den Bürger einen Bonus gibt oder nicht. In zwei Wochen wissen Sie selbst, in Innichen schalten wir die Heizung wahrscheinlich ein und das bei vollem Betrieb. Und dann vielleicht kriege ich irgendwann einmal einen Bonus im Januar, Februar. Das kann es nicht sein. Also es muss schneller sich etwas aktivieren und es muss schneller gehandelt werden. Und ich hoffe, durch die Verkleinerung von dem Senat und auch den Kammern, dass das sicherlich schneller vorangeht. Frau Meyer, Sie haben es vorher schon angedeutet, es gibt eine Ungerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft. Das ist die Meinung Ihrer Partei. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass bei den steigenden Lebenskosten, bei der zunehmenden Belastung für alle Bürger mehr Gerechtigkeit herrscht und mit welchen Mitteln vor allem? Ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, und dieses Thema begleitet uns seit vielen, vielen Jahren, nicht erst jetzt seit Ausbruch des Krieges, dass man grundsätzlich die Kaufkraft in Südtirol auch dadurch stärkt, dass man Kollektivverträge, zusätzliche Verträge auf Landesebene auch durchsetzen kann. Aber natürlich brauchen wir, um wirklich die Probleme, die die Menschen jetzt und seit einiger Zeit schon haben, die volle Steuerhoheit und die Finanzhoheit, um echte Hilfen, schnelle Hilfen auch machen zu können. Die Senkung der Lohnnebenkosten beispielsweise, was ich den Leuten nicht aus der Tasche ziehe, muss ich ihnen nachher nicht mit irgendwelchen Zuckerlern wieder zurückgeben. Ich glaube auch, was Südtirol im Bereich der Energiekosten machen kann, und das schreibt das Autonomiestatut bereits vor, eine eigene Behörde, um die Preise aktiv gestalten zu können, diese eigene Energiebehörde, das könnten wir jetzt schon machen, sind wir säumig, um die Preise selbst zu gestalten und natürlich unseren Menschen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, aber auch den Unternehmen, den Betrieben in dieser Form zurückzugeben, dass sie faire Preise für den Strom, den wir ja in über doppelter Menge produzieren in Südtirol, als wir letzten Endes verbrauchen, zurückgeben können. Aber nichtsdestotrotz, langfristig gesehen, bin ich auch der Meinung, dass man den Staat in ein Umdenken auch bringen muss, denn es stellt sich für mich schon die Frage, wenn zwei Erwachsene in einer Familie einer geregelten Arbeit nachgehen und sie nicht mehr über die Runden kommen, und wir sprechen hier nicht von zusätzlichen Luxus, sondern das ganz normale alltägliche Leben nicht mehr bestreiten können, dann stimmt etwas nicht. Arbeit muss sich lohnen. Arbeit muss gut bezahlt werden. Und ich denke, dass gerade auf Südtiroler Ebene hier sämtliche Dinge zu unternehmen sind, dass wir endlich die Löhne unserer Menschen auch an die Preise in Südtirol anpassen können. Und das können wir wirklich nur, wenn wir auch in diesen Bereichen endlich die Zuständigkeiten bekommen. Warum können das die Freiheitlichen besser in Rom fechten als die bisherigen Vertreter? Ich weiß nicht, ob wir es besser können. Ich von außen betrachtet stelle einfach nur fest, dass es eine Generation gegeben hat, die für die Südtirol-Autonomie gekämpft hat, die Visionen gehabt hat, die ganz klare Ziele und Ideale verfolgt hat. Dann ist eine Generation gekommen, die alles verwaltet hat. Und derzeit sind wir ein bisschen orientierungslos, was diese ganze Autonomiegeschichte anbelangt. Wir stellen immer wieder fest, dass autonome Befugnisse, die wir schon einmal hatten, uns genommen wurden, dass wir beschnitten werden, dass wir natürlich, das hängt auch mit der europäischen Ebene zusammen, durch verschiedene Richtlinien die Autonomie immer weiter ausgehöhlt wird. Ich kann nur versichern, dass wir Freiheitlichen, wenn es um Südtirol, wenn es um die Autonomie geht, aber wenn es auch um den Ausbau hin zu einer Eigenständigkeit geht, keine Kompromisse eingehen und mit Herzblut für dieses Land und für die Leute arbeiten. Dann wollen wir jetzt in einer nächsten Runde über die Autonomie sprechen. Frau Meyer hat es auch angesprochen. Wir beginnen wieder bei Ihnen, Frau Prada. Der Partito Democratico, die Demokratische Partei, war immer offen für die Autonomie, hat sie auch mitgestaltet in den vergangenen Jahrzehnten. Wie schaut es denn jetzt aus? Also in welche Richtung muss denn aus Ihrer Sicht, sollten Sie nach Rom gewählt werden, diese Autonomie entwickelt werden? Also wir sind natürlich Autonomieverfechter, wir sind für die Autonomie, das weiß man, das wissen alle. Wir sind für ein friedvolles Zusammenleben der Sprachgruppen
Und wir stellen fest, dass unser Modell der Autonomie von vielen beneidet wird. Und wir sind sicher ein Autonomiemodell, das in ganz Europa auch beobachtet wird, wie es sich weiterhin entwickelt. Wir stellen fest, dass die Sanität bei uns sicher gut funktioniert. Wir haben ausreichend Geldmittel noch zur Verfügung im Vergleich zum restlichen Italien. Unsere Schulbauten sind besser als im restlichen Italien und auch unsere Schule funktioniert sehr, sehr gut. Wir glauben, dass die Autonomie in Südtirol bewiesen hat, dass man mit den eigenen finanziellen Mitteln auch wirklich Gutes tun kann und auch einen guten Lebensstandard allen Südtirolern und Südtirolerinnen geben kann. Herr Heiß, was können die Grünen mit dem Bündnis der Linken tun, vielleicht besser tun, um mehr Kompetenzen nach Südtirol zu holen? Wie würden Sie einen Ausbau der Autonomie, sollten Sie sowas anstreben, in die Wege leiten wollen? Die Autonomie ist ein ständiger Entwicklungsmotor. Die Autonomie ist, wenn sie nicht sich ständig weiterentwickelt, bleibt sie auf der Strecke. Sie ist wie ein Athlet, der sich ständig bewegen muss. Die Autonomie Südtirols hat sich immer dann entwickelt, wenn die örtlichen Vertreter, Südtiroler Volkspartei, vielleicht wir künftig eben, mit einer großen staatlichen Partei in ein Bündnis gegangen sind. Und diese Bündnisse waren eigentlich immer sehr fruchtbar, wenn sie von Mitte-Links getragen wurden. Die Autonomie selber, die zweite Autonomie, ist von Mitte-Links entwickelt worden. Und die großen Fortschritte der Autonomie sind immer von der Seite her getragen worden. Ich glaube, es wird schwierig sein, und wir sehen es seit den letzten Jahren, dass es schwieriger geworden ist, ein großes Autonomieprojekt durchzutragen, wie noch 2013, vor 10 Jahren, als zwischen dem Partito Democratico und der Volkspartei ein Bündnis geschlossen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich sein wird, mit Mitte-Rechts ein ähnlich erfolgsversprechendes Bündnis einzugehen. Deswegen, glaube ich, muss man die Vorstellungen für eine Autonomie weiterentwickeln. Aber ich denke, es wird notwendig sein, hier realistisch zu bleiben und vorläufig in Wartestellung. Wenn dann die Chance kommt, in einiger Zeit, ich glaube nicht mit der künftigen Regierung, die Autonomie weiterzuentwickeln, dann muss man das nutzen. Sie glauben, ein grünes Zünglein an der Waage ist besser als ein... Ein grünes Zünglein an der Waage wäre ein wichtiger Impuls in Richtung einer grünen Autonomie. Und ich glaube, das kann man sich durchaus, einer grüneren Autonomie, das kann man sich durchaus vorstellen. Also das wäre aus meiner Sicht wesentlich. Aber vor allem nicht von Mitte rechts ist eine Autonomieentwicklung zu erwarten, sondern eher von Mitte links. Herr Falk, welche Rolle spielt denn für die Fünf-Sterne-Bewegung die Autonomie? Sollten Sie nach Rom gewählt werden, was werden Sie denn da tun? Die Fünf-Sterne hat sich zu der Autonomie selber nur bedingt geäußert. Das ist jetzt Aufgabe von uns eigentlich, genau das zu betonen. Autonomie heißt für die Fünf-Sterne-Bewegung, dass man alle Sprachgruppen in Südtirol mit einschließen muss. Und es ist sehr wichtig, dass auch von italienischer Seite ganz klar gesagt wird, dass nicht alles Italien ist, aber auch nicht alles Österreich und auch nicht alles Deutschland. Denn nur so können wir eigenständiger werden und auch bestimmte Dinge verlangen, die wir so nicht so ohne weiteres kriegen würden. Aus diesem Grund bedeutet für die Fünf Sterne die Autonomie nicht die Einheitsfarbe, sondern ein bunter Garten. Und ich sehe die Autonomie nicht als Blume, sondern eben als Garten, als Acker, auf dem etwas gedeihen kann. Der einzige Vorteil, der uns als Außenseiter in Rom zuspielen könnte, ist, wenn Sie 2 Euro in Südtirol reinstecken, dann bleibt einer hinten. Wenn Sie das Gleiche in Süditalien machen, dann bleiben 10 Cent hinten. Und das ist der Vorteil, den wir ausspielen sollten. Herr Schöpf, Sie haben gesagt, vor allem die Gesundheitspolitik liegt Ihnen am Herzen, eine andere. Ist das ein Weg, den Sie in Bezug auf die Autonomie vor allem anstreben wollen? Das wäre ein Bereich, wo man sicher sehr viel noch machen könnte. Ich erinnere an die Gesetze, die dazu geführt haben, dass die Geburtsstationen in den Schlandersinnichen abgebaut wurden. Es beruft auf eigentlich unsinnigen Gesetzen, dass
bei jeder Geburt ein Anästhesist und ein Kinderarzt vorhanden sein müssen. Die Geburt ist ein natürlicher Vorgang und kann in jedem Krankenhaus, wo kompetente Mitarbeiter von der Hebamme bis zu einem Arzt anwesend sind, ohne Probleme durchgeführt werden. Im Bereich aber ich würde ja auch die Autonomiebestrebungen auf andere Bereiche ausdehnen, auf die Schule zum Beispiel, ein neues Schulsystem zu organisieren, die Schule weniger leistungsorientiert machen, sondern mehr kreative Fächer, mehr Bewegung, die Sportstunden werden reduziert, Kunst, Tanz, viele Fächer könnten eingeführt werden bis hin zur politischen Bildung. Ein weiterer Bereich wäre die ganzen Sicherheitskräfte. Diese eigenartige Aufteilung in Carabinieri, Polizei, Stadtpolizei. Also rein Südtiroler Sicherheitskräfte. Könnte auch in Südtirol neu organisiert werden durch Autonomiebestrebungen. Herr Durnwalder, die SVP ist so etwas wie die Autonomiepartei, wie sie sich selbst auch darstellt. Sie selbst sind im Rom auch in der Sechserkommission vertreten und haben dort Kompetenzen erstreiten wollen. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch zu erstreiten, was die Autonomie anbelangt? Ja, ich finde es immer sehr spannend. Also vor den Wahlen sind alle Autonomisten, und wenn es danach auf die konkrete Umsetzung unserer autonomiepolitischen Anliegen geht, dann stoßen wir doch immer wieder auf Widerstände bei den nationalen Parteien, egal welcher Richtung und egal welcher Ausrichtung. Wir, glaube ich, als SVP sind gewohnt, konkret zu bleiben, unabhängig von ideologischen Standpunkten, einfach zu schauen, die berühmten Blumen am Wegesrand zu pflücken. Und hier, die Autonomie ist eine Baustelle, die ständig in Bewegung ist, an der ständig gearbeitet werden muss. Wir haben hier einige Aufgaben vor uns, Wiederherstellung verloren gegangener Kompetenzen, aus der Verfassungsreform 2001, Umwelt, Urbanistik, Personal, öffentliche Ausschreibungen. Wir haben hier Themen wie das Ehrenamt, ein sehr gefühltes Thema in Südtirol, das berühmte Landesregister, das wir erreichen wollen. Vielleicht tut sich auch noch etwas bis zu den Wahlen, also ich bin vorsichtig, optimistisch. Dann die Sportautonomie, Übergang von Kompetenzen, Verwaltungskompetenzen, Steueragenturen, IMS, INAIL, an das Land, um auch die peripheren Ämter in den Tälern zu halten. Die Finanzneutralität, also wenn Steuererleichterungen eingeführt werden. Ich höre immer viel von Steuererleichterungen, von großen Versprechen. Ich selber glaube weniger daran oder bin ein bisschen den Boden der Realität der letzten 4,5 Jahre zurückgefallen. Aber natürlich, wenn solche Steuererleichterungen kommen, dann müssen wir auch eine Finanzneutralität in Südtirol diesbezüglich haben, was unsere Einnahmen betrifft. Es gibt viele Themen, und wir werden halt wieder versuchen, mit unserer Beharrlichkeit, unserem Verhandlungsgeschick, unserer breiten Aufstellung das ein und andere nach Hause zu bringen und uns bestmöglich zu verkaufen in Rom und einfach die Kompetenzen zu halten, Kompetenzen auszubauen, einfach die Themen, die wir immer schon seit 1945 auf unserer Agenda haben. Frau Senfter, als Unternehmerin muss man oft einfallsreich sein. Mhm. Wenn es darum geht, Kompetenzen nach Südtirol zu holen, weiter auszubauen, würden Sie das mit Partnern in Rom machen wollen oder versuchen Sie, je nachdem, ein bisschen hin und her zu jonglieren? Na, ich glaube, es braucht vielleicht auch eine Partnerschaft, aber man muss halt auch schauen, dass die Autonomie geschützt bleibt. Hätten Sie eine Idee, mit wem, wer die Partner sein könnten? Das hängt immer davon ab, wer dann wirklich regiert. Das müsste man dann nach den Wahlen irgendwo sehen. Und ich denke so, es ist auch gerade für einen Unternehmer wichtig, dass zum Beispiel solche Sachen wie auch die Energie in Südtirol viel autonomer gelöst werden können, weil wir ein Grenzland sind. Und wenn ich jetzt wieder Innichen hernehme, dann schauen wir über den Zaun, was macht Österreich? Die Benzinpreise gehen rauf, die Benzinpreise gehen runter. Wir müssen auch viel schneller reagieren können. Wir können nicht immer das Ergebnis von Rom abwarten. Wie wollen Sie das tun? Das ist eine gute Frage. Frau Mayer, die Freiheitliche Partei hat lange die Idee des Freistaates propagiert, ist auch dafür gestanden. Wenn Sie nach Rom gewählt werden, Sie haben es davor auch angesprochen, also dass die Autonomie weiterzuentwickeln ist. In welche Richtung ist denn aus Ihrer Sicht Entwicklungspotenzial da oder muss sich denn diese Autonomie hinentwickeln?
Also der Gedanke des Freistaates ist nach wie vor präsent, nur muss das natürlich auch von der Bevölkerung selbst kommen. Das muss wachsen, dieser Gedanke. Und interessanterweise haben wir da auch gerade in der italienischen Sprachgruppe in Südtirol Menschen, die sich dafür begeistern lassen. Aber lassen Sie mich in der Bildsprache bleiben. Auch wir möchten die Blumen entlang des Weges natürlich pflücken, wenn es um den Ausbau der Autonomie geht. Nur eines Tages auch irgendwann einmal den Strauß auf den Tisch stellen. Und den können wir dann auf den Tisch stellen, wenn wir weitestgehend bis hin eben zu einer echten Eigenverwaltung mehr Kompetenzen geholt haben. Es wurden hier von den Kolleginnen und Kollegen Beispiele natürlich angesprochen. Und ich denke, dass es wichtig ist, man darf nicht so pessimistisch jetzt in diese Wahl gehen, was den weiteren Ausbau und die Entwicklung der Autonomie anbelangt, egal wer in Rom regiert. Also ich denke, dass auch selbst wenn eine Meloni Ministerpräsidentin wird, dann wird es Anspruch an die Vertreter Südtirols in Rom sein, auch mit dieser Person umzugehen, dass man sich in dem Maße bewegt, dass man mit jedem auf Augenhöhe sprechen kann und dass man vielleicht es auch wieder lernen muss, für Dinge einzustehen, Visionen zu entwickeln und in die ganze Geschichte, in die ganze Entwicklung auch wieder Schwung hineinzubringen. Der ist mir etwas abhanden gekommen. Und ein Thema zur Autonomie, das habe ich letzte Woche am Montag, als wir das zweite Autonomiestatut im Iran gefeiert haben, was ich mir anschließend gedacht habe, ist, wir klopfen uns gerne selbst auf die Schulter, feiern uns für das Bisherige. Wie wird es in 20, 30, 40 Jahren sein, wenn die heute junge Generation die politischen Geschicke in die Hand nimmt? Ich denke, es wurde hier auch schon gesagt, wir müssen alles daran setzen, dass wir die Geschichte des Landes, die Geschichte der Autonomie in politischer Bildung in den Schulen unterrichten. Und zwar früh damit beginnen, dass man wirklich dieses Südtirol auch versteht, dass man die Autonomie versteht, also und dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Also das war jetzt eine Informationssendung zu den Parlamentswahlen am 25. September. Ich bedanke mich herzlich bei den Kandidaten des Senatswahlkreises Brixen, also Eisacktal und Pustertal. Morgen folgt dann die nächste Runde. Morgen sind dann die Kandidaten des Senatswahlkreises Meran an der Reihe. Ich sage im Namen des gesamten Teams danke fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend.